Das ist doch krank. Die Leute gehen kaputt. Also ich bin gewohnt, wenn ich jetzt 100.000 Euro auf dem Tisch sehe, ich bleib ganz cool, Alter. Weil ich denke mir, okay, wie kann ich die vermehren? Aber er denkt sich, oh, ich habe 100.000 Euro schon, mir jetzt ein Auto, dann gehe ich da nach Ruhe, dann gehe ich Urlaub, dann... Herzlich willkommen zu Falk Meets. Ich habe heute zu Gast den Blockbladdy Gentleman Dümaroc. Sein neues Album Cortado steht an und wir unterhalten uns eine Runde. Ich habe vergessen, dass wir bei Backspin sind. Ich soll immer sagen, ich heiße jetzt Falk Backspin, aber ich muss das noch in meinen Ausweis eintragen. Es freut mich auf jeden Fall, dass du da bist. Das geht, Falk. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich glaube, das letzte Mal, haben wir gerade kurz drüber gesprochen, war zu deinem Song One Touch. Genau. One Touch mit da waren drin, Kloppo war dabei, genau. Boateng, Ennis, verschiedene Fußballer auf jeden Fall. Das war so in so einem Rahmen von so einem sozialen Projekt, ne? Genau. Da hast du dich irgendwie damals sozusagen engagiert. Was ist aus diesen Sachen geworden irgendwie? Mitternachtssport war in Berlin damals, gibt es immer noch. Da haben die Kids von der Straße geholt, haben mit denen halt Fußball gespielt nachts. Weißt du, Freitag, samstags kommt man halt immer auf dumme Ideen. Und dann kam der Ismail Öner, heißt der, aus Berlin, aus Spandau, und hat dann halt so eine Aktion ins Leben gerufen, wo man sagt, ey, die Kinder sollten freitags von 22 Uhr bis 0 Uhr kicken. So, das wurde erstmal so gemacht am Anfang. Und ja, da hat mich der Ennis damals, Benatira, angerufen, ein guter Bruder von mir, der auch bei Hertha gespielt hat, und mich gefragt, ob ich da so einen Song machen kann. Weißt du, so einen Motivationssong. Du kommst aus dem Fußball, du hast viel durchgemacht. Das war vielleicht die Kids ein bisschen motiviert. Und daraufhin habe ich einen Track geschrieben, One Touch. Und haben da gleich ein cooles Video gedreht und die Reichweite war groß. Da war auch in den Single-Charts, was heute mit Spotify und so damals nicht war. Und ja, cool auf jeden Fall. Da gab es auch den Bambi für Integration, das habe ich vergessen. Also der Verein hat den bekommen. Ja. Aber mein Song war auf dem Bildschirm und so, das hat mir auch gefallen. Und ich wurde auch erwähnt. Und für mich war das eine coole Sache auf jeden Fall. Mit dem Song hast du auch Leute beeinflusst. Es gibt einen jungen Fußballer, der sich das Ding immer reinfährt, bevor er auf den Platz geht. Genau, erzähl geil. Mal die Story. Yosova Mokoko heißt der. Erstmal schöne Grüße nach Dortmund. Wunderkind Europas nennt man den. Und ich habe den damals auch schon verfolgt, so, weil ich bin ja fußballverrückt und recherchiere immer mal ein bisschen. Und der Junge ist jede Woche in der Bild-Zeitung gewesen, 2 Tore, 3 Tore. Als 16-Jähriger hat er bei der U18 gespielt, die 2, 3 Jahre älter sind. Und ich denke mir, der ist krass, der Typ. Und wie gesagt, ich kannte ihn nicht. Und dann irgendwann, weißt du, das ist, du fliegst da deine Storys hoch, mal die Nachrichten mal gecheckt. Und dann habe ich so einen blauen Haken gesehen, so. Gehe ich drauf und da steht Yosova Mokoko. Sag ich, den Namen habe ich doch gehört. Ich habe nicht dran gedacht. Und dann hat er mir so einen Text geschrieben, wirklich, ey, du, ich wollte mich nur bedanken für den Song damals. Als ich den gehört habe, wurde ich ganz anders in meinem Sport. Ich habe tagtäglich Gas gegeben und ich wollte dir nur Danke sagen für den Song. Weil ich kann ohne diesen Song nicht spielen, so, weißt du. Und es hat halt mein Herz erfreut. Und damals, vor 6 Jahren in einem Interview, habe ich gesagt, es geht hier nicht ums Geld bei dem Song, es geht hier einfach nur darum, dass die Jungs die Message annehmen. Und wenn einer daraus lernt oder, sag ich mal, das umsetzt, das, was ich in den Song sage, habe ich so mein Ziel erreicht. Und der Junge ist Europas Wunderkind Nummer 1. So. Da überlegt man schon, ob man den dritten Teil hinterherbrettet. Und? Wir sind dran auf jeden Fall. Jetzt halt, ich bin ja im Fußballerbereich, ich habe viele Freunde im Fußballerbereich. Wenn man so einen Song macht, dann muss man den richtig groß aufziehen. Vielleicht mit einer englischen Hook so, dass man wirklich sagt, ey, das ist ein Weltsong und verschiedene Fußballereien. Jetzt von Boateng bis Ribéry hat man ja überall Kontakte. Und jetzt ist die Reichweite auch viel stärker dadurch, dass ich jetzt auch ein bisschen länger in der Musikszene bin. Und kann man auf jeden Fall aufziehen. Man hat ja vorgelegt mit One Touch 1 und ja, das wäre auf jeden Fall... Du bist ja eigentlich selber ein Fußballtalent gewesen. Gewesen. Hat eine Verletzung dann irgendwie abgehalten, Profi zu werden. Ganz genau. Du bist aber auch nicht der einzige Rapper. Es gibt noch andere, zum Beispiel Casey. Casey war gut, habe ich PA, gehört. Glaube ich. Fahrt auch. Fahrt, genau. Fahrt war ein guter Unterhält Kicker. Man sich eigentlich Hannibal. Mal so als Leidensgenosse untereinander? Oder ist das gar kein Thema, weil ihr nur über Rap redet oder so? Ich rede mit gar keinem über gar nichts so. Ich bin so mehr, wie soll ich sagen, Rap ist so ein Arbeitsplatz für mich, weißt du? Okay. Ich komme da hin und versuche immer, meinen Arbeitsplatz sauber zu halten, weißt du? Und, aber mit Fußball wird immer mit irgendwelchen Jungs gesprochen. Das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ein wichtiges Thema. Aber sprichst du mit den Fußballern dann über Rap oder über Fußball? Was ganz krass ist, Falk, ist, die Fußballer heutzutage sind unsere Fans, sind Rap-Fans. Mhm. Weißt du, ich war zum Beispiel bei Prince in Barcelona jetzt vor kurzem. Hat er mich zum Spiel eingeladen. Ich glaube, Liverpool-Barcelona war das, Champions League-Halbfinale. Und dann hat der Prince gesagt, ey, komm rüber und so, ich wollte dich mal einladen. Weil er hat gewechselt nach Barcelona. Dann habe ich ihm Glückwunsch geschrieben, hat nicht mehr geantwortet. Und dann war ich sauer, habe ich gesagt, fertig.
hat er seinen Bruder vergessen. So. Und dann habe ich ihn blockiert. Nein, Spaß, habe ich nicht. Und dann sagt er, sorry, ich musste halt, es ist alles so schnell gegangen. Stressig und, wahrscheinlich. Ja. Und da war ich halt bei ihm und hat so eine Villa mit 3 Stockwerken gehabt. Im 1. Stockwerk war so Wohnzimmer mit Pool, richtig schön so. Und im 2. war sein Schlafzimmer. Und ganz oben hat er einen Hip-Hop-Raum sozusagen, weißt du? Wow. Er hat so eine geile Couch, so groß wie hier der Raum und ein Beamer. Und da läuft 24 Stunden eine Rap. Und da chillt er dann, oder der was? Der chillt, der sagt, das ist meine Chill-Launch. Rap ist krass geworden. Früher haben die Leute über Fußball geredet, da hat dahin gewechselt für 3,4 Millionen. Der hat so, und wir waren eigentlich in der Unterschicht, unter der Unterschicht, sage ich mal so, weißt du? Und dass man sich so hochgearbeitet hat, auch die anderen Kollegen, sage ich mal, die Rap in den letzten Jahren auch gepusht haben. Und im Endeffekt sind wir alles Kollegen, sage ich mal, und jeder hilft jedem so bei der Sache. So, weißt du? Glaubst du, also in Amerika ist es ja so, dass es gerade in den Vierteln, die sozial schwächer aufgestellt sind, wo das Geld nicht so vorhanden ist, dass es nicht so viele Chancen gibt, da rauszukommen. Ja, du hattest irgendwie Sport und dann hattest du auch jetzt über die letzten Jahrzehnte entwickelt sich natürlich Rap oder hat sich dazu entwickelt. Mhm. Und darüber dann ja wiederum spreadet sich ja auch, also du hast ja dann plötzlich Komiker, also Comedians, mhm. die vielleicht nicht so gut auf dem Beat rappen könnten, aber gute Witze erzählen ja. können und so. Also es entwickeln sich plötzlich so ein Sektor, wo man was machen kann. Würdest du sagen, dass das hier in Deutschland auch passiert? Nach Sport ist Rap eine Möglichkeit, aus dem Viertel rauszukommen? Definitiv. Schnell, sage ich mal, schnell und effektiv an Geld zu kommen, wenn man ein bisschen Talent mitbringt, ist Rap auf jeden Fall die beste Chance. Es gibt ja keine genauen Regeln in der Musik. Weißt du? Zum Beispiel, ich sitze jetzt hier, wir haben ja gerade draußen geredet, dass YouTuber, Influencer ihr Ding machen, die versuchen ihr Talent nach außen zu spielen und die Leute feiern das. Du hast da 15-Jährige, 14-Jährige, die es lustig finden und dann bist du im Game sozusagen, weißt du? Und über Rap kann man auf jeden Fall einige Sachen machen. Du hast gerade über den Integrationsbambi gesprochen. Mhm. Wenn du das mal vergleichst, irgendwie mit der Zeit von früher, als du Kind warst, hat sich da durch Rap und durch Sport was getan? Was das Verhältnis zwischen der Allmann-Gesellschaft und dann dem Viertel betrifft, wo ja gerne so von oben herab auch mal drauf geguckt wird, hat sich da was bewegt in den letzten 20 Jahren? Du sagst jetzt gerade meine Musik, ob sie jetzt quasi... Genau, also die Chance aus dem Viertel rauszukommen, so, mhm. Hat sich da was bewegt oder ist es noch genauso, dass man... Weil es war immer die Rede von diesen Parallelgesellschaften, mm-hmm. weißt du, so die schirmen sich ab und haben keinen Richtig. Bock auf uns und die schirmen sich ab und haben keinen Bock auf die anderen und so. Glaubst du, dass das durchbrochen wird? Durch die Kunst definitiv, durch Musik. Auf jeden Fall gelangst du in Orte oder in Bereiche, wo du vorher niemals mitsitzen durftest oder mitreden durftest, weißt du. Das heißt, wir haben unsere Reichweite haben wir so, sag ich mal, wir haben so hart daran geglaubt, ob jetzt du mit Mixery, ich rede jetzt von der Hip-Hop-Community, wir haben von Tag 1 zusammen Gas gegeben, sag ich mal. Ein Haftbefehl, ein Fahrrad, ein... Wir waren ja alle tot, sag ich mal, finanziell. Tot heißt nicht tot, sondern wir haben im Gebüsch geschlafen teilweise. Und die Motivation, der Hunger, den wir gemeinsam hatten, so, der hat uns jetzt auch hier hingebracht, wo wir sind. Weil davor hatte keiner Bock auf uns. Ob jetzt RTL, ProSieben, jetzt ist ein Kapitalbra bei ProSieben in der Late-Night-Show. So, warum ist keine Helene Fischer da, weißt du? Letztens sagt Dieter Bohlen, Celine Dion ist hier aufgetreten oder Mariah Carey vor 4.000 Leuten. So, warum? Weil wir Hunger haben, weißt du? Weil das, was wir erzählen, unsere Geschichten sind interessant. Eine Helene Fischer ist eine super Sängerin, aber im Endeffekt ist es für die älteren, für die ältere Kategorie, für die Leute, die Schlager hören. Und wie, unsere Geschichten sind krass, wie jetzt 4 Blocks, was da läuft auf Netflix, überragend eingeschlagen. Oder Skylines, auch ein cooles, eine coole Serie gewesen. Ich denke, jetzt sind wir da, wo wir hingehören, so, weißt du? Und jetzt müssen wir halt mit unserer Kunst das Ganze... sag ich mal, zu betonieren. Du hast gesagt, die hatten keinen Bock auf uns. Es gibt jetzt welche, die Bock auf uns haben. Ja, warum? Definitiv. Warum? Hast du was, bist du was. Also meiner Meinung. Okay. Weil du bringst die gewisse Reichweite mit. Farid hat mal einen geilen Spruch gesagt. Der ist ja, du kennst ja den Farid. Ja, der nimmt ja kein Blatt vor den Mund. Und dann waren die bei Fakir Goethe. Ja. Und dann sagt der ProSieben-Moderator auf dem roten Teppich, ja. Kennst du das? Ja, aber erzähl trotzdem. Ja, ey, Farid, so, Farid ist ja cool, ja. So, er versucht ja auch höflich zu sein. Aber ja. wenn Farid merkt, jemand will ihn verarschen, ja. so. Und dann sagt er, ey, du hast jetzt die Möglichkeit hier bei ProSieben, deinen Fans. Dann sagt er, hier, hör mal. Dann sagt er, meine Community ist 10-mal größer als ProSieben, Alter. Da brauchst du ja. jetzt hier nicht. Und das ist halt der Farid. Und genau so Sachen müssen sich die Leute jetzt, oder beziehungsweise die Medien, die TV-Medien sagen lassen, sag ich mal. Genau, das ist nämlich das, was ich wissen wollte. Haben die jetzt wirklich Bock? Oder müssen sie Bock? Müssen. Ich denke, die müssen.
Weil das ist jetzt angesagt und dann müssen die mitschwimmen mit der Welle, so weißt du. Aber das würde auch wiederum bedeuten, man merkt schon noch Vorurteile von dieser Seite gegenüber Rappern. Definitiv. Hätten wir jetzt nicht unsere Social-Media-Kanäle, hätten wir kein Instagram, kein Facebook, da wären wir auf jeden Fall... Wie war das denn damals, wo es keine Social-Media-Kanäle gibt? Da bist du da ein Video auf Viva hochgeladen hast, dann musstest du erstmal deine halbe Seele verlieren und darum fragen und da mit dem treffen. Heute ist es ganz anders. Wir schießen einfach raus, wir müssen nicht ins Fernsehen, die Leute kommen zu uns, so weißt du. Hast du mitgekriegt, dass vor kurzem der Spiegel so eine Cover-Story gemacht hat über Gangster-Rap und welche Gefahren das haben könnte und so weiter und so fort? Das habe ich nicht gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, was da drin stand. Genau das stand da so weitestgehend drin. Würdest du sagen, dass es immer noch große Teile der Gesellschaft gibt, die Angst haben vor Gangster-Rap und vor Leuten aus dem Viertel? Ja, definitiv. Natürlich, wenn du dir so Videos anguckst, dann würde ich mir auch mal Gedanken machen, was da irgendwie schiefgelaufen ist. Pumpguns, Ballermänner, Hunde, Narben im Gesicht. Aber weißt du, was ich immer dazu sage? Das ist Entertainment. Da gehört eine riesengroße Portion Übertreibung. Weil Brad Pitt ist auch bei Troja und hat 300 Leute umgebracht oder 300.000 Leute. Und am nächsten Tag ist er mit seiner Angela Jolie und frühstückt ganz normal. Und er hat keinen Speer an der Seite oder so einen Pfeil oder so eine Axt. Wie gesagt, es ist einfach Kino. Und dabei muss es bleiben, sag ich mal. Du kannst nicht einen verurteilen nach seiner Kunst, so weißt du. Das Ding ist, dass der Vorwurf gerne gemacht wird, dass man sagt, ja okay, das ist aber eben nicht nur Entertainment, weil es gibt die Connection zu den Familien, weil es Vorwürfe gegenüber 187 gibt, was sie nicht alles abziehen und so. Sprich also, dass die Musik real ist, scheint für den Rest der Gesellschaft Begründung zu sein, warum sie eine Furcht davor haben. Wie siehst du das? Natürlich, die Kriminalitätsrate im Rap ist definitiv da, hinter den Kulissen. Ich meine, wo Geld fließt, ist die Mafia, Punkt, aus Ende. Ob es jetzt im Fußball ist oder in der Musik, überall, wo Geld fließt, wird es kriminell. Warum glaubst du, konzentriert man sich aber dann darauf, das im Rap zu kritisieren, statt zu sagen, guck mal im Fußball, weil da sind ja hin und wieder Skandale abgepoppt, Kaffee King und die ganze Sache. Also ich kenne mich aus dem Fußballbereich, ich komme aus dem Fußballbereich und kann dir sagen, Falk, das ist noch krasser als wir hier im Rap. Da geht es wieder um ganz andere Zahlen und da sind auch wieder ganz andere Leute da. Und wenn da einer was an die Öffentlichkeit bringt, aller kann es sein, dass die ganze Mannschaft verschwindet. Ja? Elfmeter verschossen in Kolumbien, der ist tot. Verstehst du? Das sind so Sachen, die noch schlimmer sind, die können nicht an die Medien gebracht werden, weil das ist in der Liga zu hoch. Hier auf den Straßen ist es halt mehr so, ja, ich fick dich, du machst das, ich mach mehr Mundpropaganda, weißt du? Aber die Realness ist da. Also natürlich kann es auch knallen, ist auch oft geknallt, hat auch oft geknallt, aber das ist halt die Plattform, Rap, Kriminalität, weil die Leute, das ist viel zu eng aneinander, sag ich mal, die Straße und die Lyrics, die wir bringen, so, weißt du? Und dann hast du auch mal Entschuldigung, eine Großfamilie oder mal eine Rockergang, die hinten dran ist, so weißt du? Aber glaubst du, dass es vielleicht auch Rassismus sein könnte? Dass Leute sagen, okay, guck mal diese Rapper, so, das ist alles scheiße. Und beim Fußball, das ist ja das Paradoxe, dass selbst Rassisten Fußball gucken und dann glücklich sind, wenn die Nationalmannschaft gewinnt, aber danach wollen sie wieder mit Bananen schmeißen, weil sie halt Rassisten sind. Aber bei Fußball scheint es irgendwie, ja, Fußball ist halt... Sieht man nicht, meinst du, dieses Negative so... Ja, ich glaube halt, dass die Leute ihren Rassismus, naja, sie verstecken es nicht, es wird ja auch immer offensichtlicher. Aber da wird nicht so sehr drüber geredet, es wird nicht hochgekocht und dann wird über Gangster-Rapper ein ganzer Spiegelartikel geschrieben und die Gesellschaft so in Aufregung versetzt. Ja, ja. Aber beim Fußball ist es, wie du sagst, ja dann schlimmer. Aber ich frage mich selber... Warum ist es? Warum sind die Leute, warum kloppen sie auf Rap und bei Fußball sagen sie so? Ist es vielleicht Rassismus? Das wäre die Frage. Ja, wir sind ja Blockkinder sozusagen. Ja. Natürlich, die zeigen immer auf uns, das wird immer so bleiben. Ja. Und am Ende des Tages denke ich, dass Fußball ist was anderes. Fußball muss sauber bleiben, weißt du? Fußball ist ein sauberes Geschäft. Da sind viele verschiedene Nationen, die da spielen. So. Weißt du, das ist, wie soll ich sagen, das ist eine Weltmacht. Aber du sagst ja, dass es nicht sauber ist. Nein, ich sag, es fürs Auge. Genau, okay. Fürs Auge, fürs Auge meine ich. Das ist ein sauberes Geschäft. Ja. Also da wird kein Fußballfan der 18. sagen, oh krass, er sieht jetzt das zum Beispiel, was weiß ich, ein Spieler in Brasilien 10 Millionen zahlen soll, sonst sterben seine Kinder. Das gibt es ja nicht in der Öffentlichkeit und auch nicht in den Medien und auch nicht beim Anwalt, weil die Leute haben Angst, die werden zahlen und sagen, ey, lass mich in Ruhe. In Rap wiederum, das ist, also ich sage immer, das ist für uns ein Mehrwert, wenn die über uns diskutieren und uns abfacken, ja, und sagen, ey, die sind kriminell. Die Leute, wie sagt, bei NWL sagt doch der eine, Publicity, gute Publicity ist gut, schlechte ist auch gut, Hauptsache Promo, egal wie. Wir haben gerade über einen Rapper geredet,
Ich hätte niemals in meinem Leben über den geredet, wenn es nicht so passiert, wie es ja, passiert stimmt ist. Schon. Ja. Also was er meint ist, wir haben gerade über einen Rapper geredet, der gedisst wurde. Genau. Und wir hätten nie über den geredet, wenn da jetzt nicht hin und her gefetzt würde. Genau. Das heißt es... Publicity. Publicity. Kommen wir mal zu angenehmeren Sachen. Mhm. Du und Haftbefehl, ihr kennt euch schon lange. Ja. Und du bist jetzt bei Aslak. Und ich habe das so verstanden, dass du... Eigentlich wärst du da nie hingegangen. Mhm. Kannst du das mal ein bisschen erzählen, wie das zustande gekommen ist und was dich bewegt hat, da hinzugehen? Ja klar, also Haft ist Bruder von mir, ganz klar, seit 10 Jahren kennen wir uns. Der hat damals mit Aslak Stereotypen seinen ersten Song, das hat ja wirklich die Tür eingetreten im Rap, im Deutschrap. Wir hatten ja Azad, dann 3P, alles cool, wir waren immer so underground. Aber dadurch, dass er kam mit dieses Halt die Fresse damals, wie hieß mit es? Mit der Panzerfaust. Ich küsse doch dein Herz. Das war auch zu krass. Und da hat halt die Tür eingedreht mit Rap. Und Haft ist halt ein Mensch, der, also er macht es nicht höher, als er ist. So, er ist eine Nummer, sag ich mal, im Rap-Game, aber er versucht halt immer sein Umfeld sauber zu halten. Also er versucht jeden zu unterstützen. Er hat, sag ich mal, bestimmt 20 Rapper rausgebracht oder beziehungsweise unterstützt. Angefangen von Abdi und Celo bis hoch zu Capo, ob jetzt Manni-Kartell unten drunter ist oder Generation Aslak, 385i, wie sie alle heißen. Ende des Tages ist Haft der Kopf gewesen und ich habe ihn immer gefeiert für seine Ruhe. Weißt du, er war nie so, wie soll ich sagen, er hat die Monster-Vorschüsse bekommen, fährt mit dicken Autos, Ketten, aber immer so auf Augenhöhe, auf Respekt. Und das war so eine Sache, wo ich sage, ey, der Junge ist geil. Und musikalisch gesehen hatten wir nie was zu tun, obwohl er damals bei Fick den Richter den allerersten Song mit Capo und Sadik. Es war seine Idee, dass wir das Video drehen. Es war seine Idee, dass er sagt, Nimo, mach, glaub mir, hau den raus, weil ich habe auf Just for Fun gerappt. So. Am Ende des Tages hat er alles organisiert und Support war seit Tag 1 da. So, weißt du? Und ich bin halt so ein Mensch, wenn es da läuft so, möchte ich jetzt auch nicht dabei sein, so, ohne mein, so, dass ich da mitgewirkt habe. So, weißt du? Aber wenn jemand mir den Respekt gibt und sagt, ey, du Bruder, du bist ein Jahrzehnt am Start, du warst immer alleine, hast immer deine Alben rausgebracht, bist gechartet und hast wirklich immer hinter den Aslaks gestanden so und es wird jetzt Zeit so. Und so ist es auch passiert. Haft hat angerufen nach dem Song Albo Mokro, den ich vor 2 Jahren rausgebracht habe. Auch es ist gechartet, zwar ein paar Einheiten verkauft, also kennst ja Du Marok immer, ich bin da, ich bin auf jeden Fall ein Begriff und jetzt hat man halt die Reichweite von einem Haft, von Universal, jetzt hat man ein Management, was intensiv, wo wir halt Schlachtpläne ausarbeiten können, also das, was mein Kopf sagt, so meine Kunst dann zu übertragen. So. Und es läuft alles ganz gut. Und Haft ist, wie gesagt, einer, der mich feiert als Mensch, musikalisch. Er ruft dich an und bietet dir das an. Du sagst dazu immer, es geht darum, dass man sich in die Augen sehen kann, dass man gerade und stabil ist und dass man sich verlassen kann. Also da geht es ganz viel um Vertrauen. Und 100%, ja. Ich kenne viele andere Rapper, die hätten jeden Deal, egal wer den wen irgendwie angeboten hätten, hätten sofort zugegriffen. Das Menschliche... Ich will nicht sagen, dass es egal ist, aber das ist halt so, ey, so, ich mach das jetzt. Und du hättest den Deal nicht gemacht, wenn das Menschliche nicht gestimmt hätte. 1 Million Prozent, ja. Warum ist dir das so wichtig? Weißt du, Falk, ich bin real so, weißt du, ich versuche echt zu bleiben. Ich versuche seit Tag 1, seitdem du mich kennst, versuche ich immer meine Schiene zu fahren, ohne mich zu biegen. Weil ich finde, meine Persönlichkeit ist so groß auf den Straßen in Frankfurt, egal wo ich bin, die Leute respektieren mich als Mann. Ich habe mein ganzes Leben lang, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein Mörder oder ein Mafiosi, aber mein ganzes Leben lang war ich auf der Straße und mein Gesicht ist mein Kapital am Ende des Tages. Und für kein, was bringt es mir, wenn ich da rumschleime und falsch bin und einen Song raushaue, der auf 1 geht? Der bleibt eine Woche. Aber was mit deinem Gesicht, weißt du? Und mein Gesicht ist mir viel mehr wert und ich komme viel weiter als das Gefühl, dass es mir ein Gefühl gibt, dass ich unerwünscht bin und ich gar nicht da reinpasse, aber auf Druck das mache so und... Das war für mich ein No-Go, das geht nicht, das muss menschlich passen. So. Wir waren auch jahrelang mit Farid unterwegs. Viele haben spekuliert, geht Du Marok zu Banger-Musik, er ist mit Farid dort, hier, hier, hu. Aber weißt du, was das Lustigste ist? Wo ich Farid kennengelernt habe, also ist auch ein wirklich guter Bruder mit der Zeit geworden, schon seit Jahren jetzt auch, habe ich ihn seit Tag 1 gesagt, wir sind nach Dubai geflogen, habe ich gesagt, guck mal Bro, ich mag dich als Mensch, du bist ein super Mensch, ich liebe dich so als Bruder, aber denk nicht, ich will bei dir sein oder so. Erste Gespräch, erstes Urlaub, ich bin dein Freund. So. Lass mal die Musik weg, du bist mein Freund. Also du sagst das jetzt, weil Rapper ja auch immer mit anderen Rappern rumhängen und der Eindruck entstehen kann, der hängt jetzt nur mit mir, weil der will was von... Ganz ja, genau, ja. Verstehst du? Und das will ich, die Sachen müssen alle vorher besprochen werden. So. Du bist mein Freund, ich will mit dir bleiben, scheiß mal auf die Musik. Natürlich, wenn sich irgendwas ergibt, so,
auf der letzten Platte so, ey, du, ich will auch mit auf die Platte drauf. Ja, flank ein paar drüber, so, weißt du, das ist immer, sag ich, gesund noch, so, weißt du. Aber es ist sein Business, ich mache mein Business, ich überlebe seit Jahren, er überlebt seit Jahren, er macht seine Sache gut. Und ich muss nicht da rein in sein Geschäft, dass wir noch bessere Freunde sind. Weil ich finde, wenn kein Geld zwischen Menschen ist, ist es viel angenehmer und viel realer. Du weißt auch, wie die Leute sind jetzt, die gerade einen Vorschuss bekommen haben von 10.000 Euro. Er macht ein Foto mit einer Rolex, die nicht mal echt ist, ein dickes Auto, dann hast du den da, weißt du? Was denkst du über andere Rapper, die so agieren, wie du nie agieren würdest? Also ich bin generell einer, der nicht so schlecht redet. Ich sehe das und sehe es mir an und sage, so will ich auf keinen Fall enden. Aber so bin ich nicht, so, weißt du. Wenn aber kannst du es auch, gibt es auch irgendwie eine Seite, dass du das verstehen kannst? Definitiv. Das ist, guck mal, man muss sich connecten im Rap-Game. Ja. Du, das ist ein, guck mal, das ist ein Gemeinschaftssport, sage ich mal. Rap muss connected werden, weil wenn wir uns nicht connecten, wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Und ein ganz wichtiger Faktor in der Musik ist auch zum Beispiel die 187-Jungs, so, weißt du. Die haben einen Hype erzeugt. Die haben den Hype so, okay, geil, das sind 4, 5 Leute, ich glaube, dieser Saphir und dann Alex, Maxwell. Genau, 5 ja. Mann sind das. So, ein Bones hat einen riesen Erfolg, was macht er? Er zieht einen Jesus mit, ein Jesus zieht einen Saphir mit. Das heißt, die komplette Gruppe wächst so und jeder verdient. Jeder isst was, die sind zusammen unterwegs und das gab es vor 5, 6 Jahren nicht im Game. Da hat so ein Bushido an der Spitze und da hat die Leute so runtergetreten. Geh du runter, ich bin der Barber, ich helfe keinen, ich mache nichts. Deswegen ist Rap klein geblieben so. Dadurch jetzt Dümarok, er fliegt nach Berlin, trifft sich mit Samra, der jedes Mal auf die 1 geht. Verstehst du, das ist die Liebe und das ist so das Entscheidende, wo wir alle davon leben können, so, weißt du? Einfach nur, feierst du, ich feier dich, komm, Bro. Der Samra sagt genau das Gleiche, er sagt, Bruder, du bist krass. Mhm. Verstehst du, ich hab dich gehört, wo ich angefangen habe mit Rap, ich hab deine Songs nachgerappt, so. Und das ist halt auch ein Respekt und auch für mich, so sag ich mal, der seit ein paar Jahren schon dabei ist, dann eine Bestätigung, dass man noch am Start ist, so, weißt du? Und das so muss gearbeitet werden. Wenn man ein paar Jahre Musik macht, ist klar, dass die Jungen, die jetzt nachfolgen, klar sind die mit euch groß geworden. Was du von dem Fußballer erzählt hast und so, ne? Von Samra auch. Mich würde mal was anderes interessieren und zwar, du rappst relativ viel über Drogen. Ja? Also in allen Zusammenhängen. Ja, ich sag einfach mal, du weißt, wovon ich spreche. Was ich mich gefragt habe, ist, hast du selber irgendwelche dieser Drogen mal ausprobiert? Noch nie. Also kein, kann ich auch hier sagen, kein Koks, kein Alkohol, ab und zu rauche ich einen Joint. Aber wie heißt es, ohne THC, ohne dieses Ding wert. Yeah. Das war jetzt für die Kleinen, nee, man ist Musiker, man ist ab und zu im Studio, raucht einen Joint, das sage ich, hier macht ein bisschen Musik, aber so diese starke Drogen so, wie Koks oder TLD, was weiß ich, was sie da alles nehmen, ja. Das ist nicht so mein Ding. So, Gott sei Dank. Warum nicht? Also was hat dich davon abgehalten? Weil andere zum Beispiel, es gibt Rapper, die das stark konsumieren, ja, aber was hält dich davon ab? Mein Umfeld. Ich habe viele Freunde, die kaputt gegangen sind dadurch. Ich habe viele starke Leute fallen sehen, die eine Nummer waren auf der Straße, die Kraft hatten, die Durchsetzervermögen hatten. Und durch das Kokain nehmen und durch diese ganzen Telidin-Geschichten sind viele Leute kaputt gegangen. Finanziell sind die kaputt gegangen und meistens, wenn man Kokain nimmt, dann fängt man an zu zocken, dann will man nicht schlafen, dann ist man nicht ich. Und auch sehr gute Brüder, die ich liebe, so wirklich, die mir am Herzen liegen, die haben halt ein Kokainproblem und die sind nicht mehr bei sich. Und ich habe mir geschworen, auch dadurch, dass ich Fußball spiele, ich war ja die ganze Zeit sportlich aktiv und habe immer gesehen, ich war ja der Einzige, der immer gesagt hat, ey, hör auf zu rauchen, ey, mach du das nicht, komm, Jungs, lass joggen gehen, lass trainieren, lass boxen, lass das machen. Aber irgendwann mal ist man in einem Alter, wo man, sage ich mal, das kontrollieren kann. Wenn ich jetzt 26 bin, ich rauche eine Zigarette, weißt du? Und deswegen lege ich das auch an den Herzen von den Kids, dass man sagt, ey, das ist Musik, zur Musik gehört eine Übertreibung, bitte nicht konsumieren, weil alles geht damit kaputt so. Aber das heißt, du lernst aus den Fehlern anderer Leute? Eben, ich lerne jeden Tag. Jeden Tag lerne ich was Neues. Warum glaubst du, fällt es, also ich habe den Eindruck, dass es vielen Leuten, die müssen das immer erstmal selber machen und die lernen nicht aus den Fehlern anderer Leute. Was glaubst du, woran sowas liegen könnte? Das meine, nochmal. Naja, wenn, guck mal, ich, weißt du, wenn du mit Leuten redest und sagst, mach mal nicht, weil es scheiße ist, so. Dann machen die es trotzdem. Er will selber wissen, warum scheiße ist. Das ist der Grund. Also ich, wie gesagt, ich habe sehr großen Respekt davor. Ich würde das nicht machen. Also von vornherein, keiner macht den Drogen. Passt doch auch nicht. Du hast 10 Leute, die koksen und 10 Leute kacken ab. Aber trotzdem rappst du ziemlich viel darüber. Wie passt das für dich zusammen? Ich will jetzt hier keine Generalaussage machen, aber am Ende, ich rappe ja meistens über Hasch so.
Also über Hasch, über Traffic, wie was reinkommt, wie was ist. Das ist dieses Rap, das ist detailliertes Rappen. Detailliertes Rappen, was authentisch ist. Viele Leute, die jetzt hier rappen, Falk, und dir etwas über Drogen erzählen und sagen, ich hab und getan, und aber die rappen ja, so oberflächlich. Die haben keine Ahnung, was in der Materie so passiert. Und bei mir, ich gehe tiefer in die Materie. Von wo kommen die Sachen? Wie lange dauert das? Also ich kenne mich sehr gut aus und habe auch... Verstehe. Verstehst du, was ich meine? Also ich bin auf jeden Fall da am Start. Das, was ich rappe, das sehe ich tagtäglich. Alter. Was würdest du denn sagen, ist der Unterschied zwischen Straße und Gangster-Rap? Der Unterschied zwischen Straße und Gangster-Rap? Gibt es einen Unterschied? Das ist eigentlich das Eins. Wenn du Straße bist, bist du Gangster, sozusagen. Also ich glaube, ein Unterschied wird es da... Weil ich habe manchmal den Eindruck, dass Leute... weißt du, sie sind mit ihren Freunden unterwegs, sie sehen das... Aber sie sind nicht selber Dealer, sie sind nicht selber nach Amsterdam gefahren oder sonst irgendwas, sondern die... Die hören es von den Mitleuten. Die sind Beobachter, genau. Und Geschichtenerzähler. Richtig, davon gibt es 97% in der Szene. Ist das negativ oder ist das, also weil ja immer auch gesagt wird, das ist nicht real, das ist nicht authentisch. Wir sind schon so weit, wir sind in einer Zeit, wo Beef nichts verloren hat. Ob es real ist oder nicht, das muss einfach ein geiler Rapper sein. Er muss es einfach gut verkörpern. Wenn er super verpackt und rüberbringt, dann ist es cool. Ich sag ja auch nicht, du musst nicht real sein. Du musst keine Drogen verkaufen, um real zu sein. Verstehst du, was ich meine? Du kannst auch, sage ich mal, studieren und wohnst im Block 17, im 18. Stock, stinkt nach Pisse. Du musst trotzdem da durch, musst deinen Bus nehmen, musst zur Arbeit und wieder zurück durch diesen ganzen Dschungel. Deswegen ist das auch real, sage ich mal. Wenn er nicht kämpft und keine Drogen nimmt, dann ist es doch kein... Was hat das mit Straße zu tun? Also du hast das eben gerade auch gesagt, dass du manchmal zu Leuten sagst, also Kinder, die sollen die Musik sich nicht so zu Herzen nehmen, das ist nur Entertainment. Ist das diese Ebene? Weil genau. Es gibt ja auch Rapper, die sagen, das ist alles nicht real und deswegen ist es wack. So, das hat nichts zu suchen. Das ist eigentlich kein Gangster-Rap. Das ist, was ist das? Studenten-Pussy-Rap oder sonst irgendwas. Also sie sagen halt, es muss real sein. Wenn es nicht real ist, dann ist es nicht. Also Rap. Wenn die Person selber, die das, sagst du mal, sag ich mal, rappt, ja. Die muss real sein. Ja. Also ich sag dir gerade im Gegenzug, dass wenn er aus dem Block kommt, ja. Und auch genau mein Nachbar ist, dann ist es okay. Dann ist er real, Alter. Ja. Verstehst du? Er wird dir sagen, ey, du, lass es sein, mach das bitte nicht, komm. Er wird dir, wie Rashid und Jamal, kennst du noch das Lied von ja. Fahrt? Ja. Genau so eine Geschichte. Der eine ist Fußballer, ja. Der eine, beste Geschichte, der eine ist Drogendealer und er sagt seinem Freund, bitte hör auf, Alter, ja. Bitte hör auf, lass uns was schaffen, lass uns unsere Schule machen, lass uns Sport machen. Am Ende des Tages wurde sein Freund umgebracht und der Fußballer hat seine Mutter gefickt, weil es sein Freund ist. Also ist er Straße, so, weißt du? Und damit müssen wir das unterstreichen, so, weißt du? Da muss keiner Drogen nehmen. Ja, ich bin auch im Ghetto, ich habe 20 Jahre lang Fußball gespielt, aber ich habe mich auch gehauen, Alter. Verstehst du? Wenn ich jetzt einen Joint rauche, bin ich nicht mehr Straße, sondern bin noch stärker als du, weißt du? Weil ich weiß, ey, ich brauche meinen Kopf, Alter. Das heißt auch nicht, ey, wir koksen, ich bin jetzt... Wie gesagt, Rashid und Jamal ist das beste Beispiel für diese Frage. Also Straße ist man, wenn man da ist. Ich wohne da, weißt du? Wir haben uns vor dem Interview auch ein bisschen unterhalten und du hast auch gerade eben im Interview gesagt, dass ihr früher, Farid und so, diese ganze Generation, dass ihr natürlich auch Scheiße gefressen habt. Ihr habt unterm Busch geschlafen, ja. So, ja? Also ihr habt euren also Weg... Also nicht im Busch geschlafen, aber nein. Du weißt schon, was ich meine. Genau, also ihr habt gehasselt und lange darauf hinarbeiten müssen, dass ihr da seid, wo ihr seid. Und jetzt ist es so, es gibt eine Generation von Rappern, die sehr schnell Erfolg bekommen und diesen langen Weg gar nicht gehen müssen. Was glaubst du, also was hat es mit euch gemacht, mit eurer Generation? Und was macht dieses Schnelle mit der jungen Generation, wenn du das vergleichst? Kannst du das mal erläutern, was da der Unterschied ist? Also wir wo wir angefangen haben mit der Musik, wir waren dankbarer. Weil ein Interview jetzt mit dir beispielsweise, ein Falk, boah, Falk ist krass, boah, ich habe ein Interview, der will mit mir reden, ist eine Ehre für mich. Also verstehst du, was ich meine? Wir haben das sehr, sehr wertgeschätzt, dass man hierher kommt, der nimmt sich Zeit für uns, krass, wir haben eine Plattform. Die Liebe war, ob jetzt Moderator oder Rapper, man hat trotzdem so in den Krisenzeiten zusammengehalten. Also ich wusste, Vorschüsse damals gab es nichts für Falk, 15.000 Euro, was willst du damit machen? Dreh mal ein Video, bring mal eine Box, produziere was, verstehst du? Aber... Dadurch wurden wir stärker als Mensch. So. Wir haben immer weitergemacht. Wir wussten immer zu, es ist mit Rap noch nicht so weit, dass wir uns zu 100% darauf konzentrieren, weil viele Leute, die zu der Zeit Musik gemacht haben, sind kaputt gegangen völlig. Keine Infrastruktur, keine Arbeit, keine... Verstehst du, er lebt immer noch das Leben mit 43 und sagt, ich werde Rapper. So, bei uns, wir waren immer dankbar. Zum Beispiel, oh, wir können jetzt ein Video drehen. Ey, ich habe 1.000, der hat 1.000, wir legen zusammen. Wir drehen jetzt zum Beispiel Fick den Richter. Wir wissen, wir verdienen nichts. Aber aus Respekt und Liebe zur Musik haben wir das gemacht, weil wir denen gesagt haben, wir sind krass, Mann, wir sind gut. Das, was wir erzählen, guck mal, wie viele Leute im Ghetto, so zum Beispiel jetzt hier deutschlandweit, was für eine Lyrics, Alter, überleg mal. Der sagt, du bist Rapper, du babbelst nur Scheiße.
Ach, ihr seid der Rapper-Kanacken. Aber ein Künstler, muss ich dir vorstellen, er schreibt ein Album mit 20 Songs. 20 Songs, 20 verschiedene Styles auf 20 verschiedene Beats und 20 Geschichten, die sie schreiben, Alter. Jetzt sag mir mal einer bitte, ein Student, der 18 Jahre in der Uni war, er soll mal sowas vormachen. Deswegen sage ich das auch jetzt hier medial. Der Respekt, der muss einfach öffentlich gemacht werden. So. Wir sind Künstler, Bruder. Verstehst du? Und das, was jetzt hier passiert, ist kein Rap für mich. Für mich sind Punchlines. Boah, krass, was er sagt. Boah, ein deeper Song. Er geht in die Materie rein. Schön. Er nimmt mich mit. Heute ist es so, dass die Leute über Spotify dieses künstliche Erfolg, das hat viel kaputt gemacht. Der künstliche Erfolg hat vieles kaputt gemacht. So. Dieter Bohlen, zitiere ich, hat auch einen super Satz gesagt. Ey, die Medien haben die Charts manipuliert. Ja, da gehst du irgendwo nach Albanien, was ich jetzt mitgehört habe. Du kannst für 1.200.000, das ist natürlich geschäftlich gesehen, scheiß drauf so, aber die beflecken, sag ich mal, das Game. Ein Kool Savas, King of Rap, aller, der uns über Jahrzehnte, sag ich mal, unterhalten hat, geht auf 10 und irgendein YouTuber, haben wir auch gerade vorgeredet, mit 2 Millionen Abonnenten aller, geht auf 1. Und das heißt, das fickt die Schädel von den jungen Künstlern, weil die nicht schnell, also die müssen ja so schnell, das ist so viel schneller, als dass sie direkt mit dem Kopf hinterherkommen, dass sie so... Ja, die sehen nur das Mediale, das fliegt. Okay, wir müssen jetzt auch ein Insta-Video machen. Der Kleine hat nicht mal 5 Euro auf der Tasche, hat seinen ersten Joint geraucht und dann kriegt er von 0 auf 100, kriegt er 500.000 Vorschuss. Das ist doch krank. Die Leute gehen kaputt, weil was soll, er ist nicht, also ich bin gewohnt, wenn ich jetzt 100.000 Euro auf dem Tisch sehe, ich bleib ganz cool, Alter. Weil ich denke mir, okay, wie kann ich die vermehren? Aber er denkt sich, oh, ich habe 100.000 Euro schon, mir jetzt ein Auto, dann gehe ich da nach Ruhe, dann gehe ich Urlaub, dann tippe ich noch ein bisschen, dann hole ich mir 2, 3 Nutten, Entschuldigung, meine Ausdrucksweise, dann ist das Geld weg. Dann ist dein Geld weg und deine Konzentration und deine Kraft vor allem, die du eigentlich investieren solltest, noch mehr zu produzieren, ist dann auch weg so am Ende des Tages. Deswegen haben wir diesen Respekt. Das ist der Unterschied zwischen Neu-Rap und die Jungs, die von Tag 1 da sind. Wir passen auf unser Geld auf. Wir sind dankbar für jeden Schritt. Weil heutzutage, sag ich mal, einer, der jetzt erfolgreich ist, der kommt doch nicht zum Interview. Der ist doch Justin Bieber. Der ist auf dem Niveau des Justin Bieber. Ja. Er ist der Allerkrasseste. Ja. Und denkt, ich komm, das ist respektlos. Da muss man eigentlich alle in einen Keller einsperren und da mal versohlen mit so einem Gürtel auf Popo hauen. Du hast es vorhin auch schon erwähnt, nämlich Skyline. Skylines, die Serie, die auf Netflix jetzt lief, die spielte ja in Frankfurt. Und da habe ich mich gefragt, wenn du das siehst und du kennst ja seit Jahr und Tag die Frankfurter Szene, die Straßen, du weißt, wie das da ist. Wenn du sowas siehst, was denkst du dabei? Also erstmal cool für Rap, cool für die Community, cool für uns alle. Dass man überhaupt so einen Film macht, ist ja so ein bisschen amerikanischer Touch. So. Es ist dieses Netflix-Ding, dieses Skyline hat auch gezeigt, oh, da fließt Geld im Rap. Mhm. Dicke Autos, riesen Bürogebäude und das zieht auch, sage ich mal, die Leute, die nichts mit Rap zu tun haben, auch an. Oh, läuft das wirklich so ab? Läuft wirklich so viel Geld in der Szene? Also war schon ein Mehrwert für die Szene, aber ich finde, von der Realness her hätte viel mehr reinpassen können. Gerade Frankfurt. Frankfurt ist die Hauptstadt der Drogen, Hauptstadt der Gelder, Hauptstadt der Banken, aller. Da müssen ganz andere Gesichter rein, weißt du? Musikalisch gesehen alles schön gut, aber auf der Straße war zu wenig Action so. Am Telefon, ey, Kokain bringe ich dir, wo bist du, Alter? Wo bist du, dass du sagst am Telefon, wenn ich sowas sehe, kriege ich Abturn. Weil heutzutage, siehst du, weil die sind nicht auf dem neuesten Stand, die Leute. Wenn du so einen Film machst und du willst ihn authentisch machen, dann brauchst du 2, 3 Jungs von der Hood, einer, der vielleicht 10 Jahre saß, Alter, der dir dann ein Drehbuch schreibt, Alter. Verstehst du? Ich rufe dich an, Falk, und sag, ich bring dir 10 Kilo nach Hamburg, am besten schickst du mir die Adresse und es kommt mit Lieferando. Weißt du, was ich meine? Da muss ein Kryptophon her. Also, es gibt jetzt Kryptophone mittlerweile, wo man verschlüsselte Nachrichten schickt, wo so ein Handy 2.000, 3.000 Euro kostet, wo keiner mehr redet, wo dieses Ding, nicht mal Angela Merkel hat so ein Teil. Verstehst du? So weit ist Rap. Das will ich dir sagen mit definiert und detailliert rappen. Das machen die meisten nicht. Da sagst du, ich habe 2 Kilo Pulver im Kofferraum. Vielleicht ist es Persil, Alter. Vielleicht, woher kommt? Verstehst du? Überflüssig. Also so überflüssig und nicht real, so sage ich mal, weil es nicht detailliert ist. Aber ich versuche das halt so auf den Markt zu bringen. Ich komme ja über meine Realness, über meine Stimmlage, über das Echte, so, weißt du? Ich denke mal, wenn man über so lange Zeit im Rap-Game ist und immer, sage ich mal, ein Auto fährt, so 80 km/h auf der Autobahn, ganz entspannt. Ich bin da, keiner sagt halt an, keiner sagt steig aus, ich bin da, keiner kann mir was sagen, so, weißt du? Und dafür stehe ich so, für die Realness, so, weißt du? Ich bin auch so nicht der Unterdrücker oder so. Aber Musik, wenn du die machst, dann soll die dann authentisch sein, in der Hinsicht, so, weißt du? Wenn du von der Musik sprichst, wie waren für dich denn die Arbeiten jetzt an diesem Album? Das war, glaube ich, ganz anders als bei den Alben davor, ne?
Ja, definitiv. Also sehr entspannter, sehr viel professioneller, viel mehr Power und du hast auch viel mehr Hunger, sage ich mal. Ja, so, wenn du jetzt einen Major da am Tisch hast und sagst, okay, du, wir feiern dich, wir haben deine Sachen gehört, Haft hat da wirklich sich gut eingesetzt, auch für mich, muss ich auch dazu sagen, dann hast du eine ganz andere Motivation, weil Aslax ist jetzt, also das liegt jetzt auf, sag ich mal, auf meinen Rücken gerade, weil ich bin gerade in der Promophase und für mich ist es auf jeden Fall eine Ehre, sag ich mal, die Fahne hochzuhalten. Ich war ja immer so Aslak im Herzen, wir haben uns immer unterstützt, auch wenn man sich nicht gesehen hat, wir haben die gleiche DNA, das habe ich auch bei Roos gesagt, wir rappen alle gleich, wir sind so Brüder, so eine Familie, auch wenn Haft ein Problem hatte mit jemandem, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, hat es mich abgefuckt und habe da meine ein, zwei Sätze dazu gesagt und heute sind wir in einem Label, wir feiern uns als Mensch, also zwischen uns gibt es auch keine Summen. Also wir haben geredet, ey, du bist bei mir, gib Gas, hau rein, ich feiere dich, wir robben das Ding. Punkt, aus, Ende. Und mit dieser Motivation halt ins Studio gehen, ist dann halt auch, sag ich mal, eine Voraussetzung, gute Sachen zu machen. Wir haben über 50 Songs gemacht, wir haben vielleicht 800 Beats gehört und der Haft ist immer mal reingekommen. Wir haben viele Songs aussortiert, wirklich 15 krasse Songs mit wirklich sehr starken Features. Das ist mein stärkstes Album bis jetzt und das wird man auch raushören von der Produktion aus, von den Leuten, die Produzenten, die mitgearbeitet haben. Und, bist du denn mit einer Vision schon reingegangen oder ja, hat sich das entwickelt beim Arbeiten? Also das Signing war ganz lustig auf jeden Fall. Das Album kam raus, habe ich einen Song mit Haft gemacht. Mhm. Piersola hieß der ist glaube ich auch 400.000 Klicks und hat sich mein Album reingezogen und gesagt, ey du, Alter, das Album ist stark, Alter. Aber halt hat nicht diesen Respekt und die Reichweite, die du eigentlich brauchst. So, weißt du? Ich war ja wie gesagt, ich bin ja kein Insta-Typ so und dann ist es halt schwer, von einem Kanal immer die Sachen rauszuschießen. Die Videos, die Bewertungen sind immer 97%, Daumen hoch, 98%. Aber die Reichweite ist halt nicht das, was es eigentlich sein sollte. Und dann hörst du immer, ey, zu wenig Klicks, zu krass. Und dadurch, dass wir jetzt bei Aslak sind, dass wir Haft seinen Kanal nutzen, dass wir Capo seinen Kanal nutzen, die mich auch stabil unterstützen, auch das Money-Kartell-Team, Generation Asla, also alle, die um uns herum sind, wenn ein Song kommt, wird das gleichzeitig rausgeschossen so. Und dann hat man auch den Respekt, die Reichweite. Weißt, das heißt, ich brauche nur die Reichweite. Und ich überzeuge die Leute mit meiner Kunst so. Aber zurück nochmal ins Studio. Also das Album hat sich entwickelt beim Arbeiten, weil du halt 50 Songs gemacht hast. Oder hattest du vorher schon eine bestimmte Vorstellung und wusstest, okay, ich will sowas machen? Also das erste Mal, wo ich mit Haft saß, wo wir am Album saßen, der sagt mir, bereit was vor. Ich war die ganze Zeit schon am Arbeiten, du kennst doch den Haft, mach mal einfach. Habe ich so 13, 14 Songs gemacht, haben wir die uns angehört. Auf ein Schwanz 11, ich habe mal so ein kleine was vorbereitet auf jeden Fall, ja. Songs mit 13, 14 Dingern, hör dir die an. Die ersten zwei Songs waren krass, dritte Song krass und dann habe ich auch so ein paar Thementricks reingehauen. Und dann sagt er mir, ey du, Bruder, wir wollen Crack kochen und keinen Kuchen backen. Das sagt der Alkut. Der sagt, Digga, wir wollen Crack kochen. Und dann habe ich das verstanden, habe das auch umgesetzt und habe gesagt, okay, dann kochen wir halt Crack, Alter. So, und dann haben wir uns zwei Monate später wieder zusammengesetzt, hat das Album gehört und sagt, ey, Bro, krass. Und dann haben wir halt Universal auch eingeladen nach Frankfurt. Wir haben ja ein Studio jetzt in Heusenstamm, ein Riesenstudio, 1000 Quadratmeter, wo der Capo da richtig Gas gegeben hat, hat das auch sehr gut aufgezogen dort. Und dann kamen die halt zu uns ins Studio. Das ging ja auch darum, dass sie sagen, okay, die Marokko hat letztes Jahr was gebracht, was ist das überhaupt für eine Platte? Wenn Aykut sagt, er ist bei Aslax, ist er bei Aslax, ist ein Begriff, hat Potenzial, aber wir wollen seinen Shit hören. So. Und dann haben wir die eingeladen, Neffi auf jeden Fall, schöne Grüße an Neffi und Max von Urban. Und nach den ersten zwei, drei Songs haben die gesagt, okay, das ist der Shit, sehr stark, wir feiern das. Und dann habe ich auch dementsprechend eine Motivation, wo ich sage, okay, diese Linie fahre ich weiter, so, weißt du? Und ja, am Ende des Tages haben wir noch diese zwei, drei wichtigen Features, die mir auch sehr, sehr nahe liegen, die wir auch dann gemacht haben, die auch ein Mehrwert fürs Album sind, definitiv, weil eine Competition ist immer gut, so sag ich mal. Wenn du zum Beispiel auf ein Haft-Feature bist, dann kannst du dich zeigen, dann kannst du rappen. Das ist wie so ein Probetraining, sag ich mal, bei Bayern München so. Oder wenn du mit Farid auf ein Niveau rappst, oh, der rappt krass, aber der rappt auch krass. Was, Dümar Rock, der war lange nicht da, oh, geil, der ist wieder am Start. Oder der Song jetzt mit Samra, auch sehr stark, ein facettenreiches Album, nicht nur nach vorne und weißt du, wie ich bin. Nicht einmal so wild, sondern auch mit meiner Stimme gespielt, sage ich mal. Ein bisschen tiefer die Stimme, ein bisschen Autotune, ein bisschen versucht musikalisch zu sein. Aber die rote Linie, die Straße, so dieses Authentische, sage ich mal, das darf nicht verloren gehen. Wie ist das mit den Beats? Also da hat sich über die letzten Jahre, und du bist ja schon ein paar Jahre dabei, hat sich da ja ziemlich viel verändert hin in diesen Trap-Style von heute. Wie ist das für dich? Warst du da immer, fandst du das immer cool? Warst du immer dabei oder hast du da... Ich bin kein Trap-Fan.
Also, wenn es jemand macht so und er es kann, dann höre ich das mir an so, aber so, es ist für mich so ein bisschen krampfhaft, dieses Trap. Verstehst du, das ist so nicht mehr so sauber, das ist so Banana, 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 bitte, 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 bitte. Er wiederholt ein Wort 8 Mal so. Das ist nicht, das ist so gecuttet, das gefällt mir nicht. Mhm. Ich bin eher derjenige so auf 90 BPM, weißt du, sauber rappt, geil, mit Energie ein bisschen, das ist so mehr mein Ding. Aber auf Neuzeitbeats, wir haben neue, ich meine, meine Produzenten sind sehr jung, 21, 20, genau den, diese Leute habe ich gebraucht, die um mich herum sind. Ich habe mir ein gutes Team aufgebaut musikalisch, also abgesehen jetzt von Aslax. Ich habe 2 Produzenten, die ich aufgebaut habe, die mit mir schon länger dabei sind. Die haben, der ist auch heute Gold gegangen, Crisis, liebe Grüße, der hat 10 Alben produziert auf meinem Album, 10 Songs, sehr stark, sehr hungrig auf jeden Fall. Die ersten 2 Singles hat er auch gemacht. Und auch Fokus, ein Freund von mir, der auch mit mir arbeitet in der Musik. Und wir haben halt ein Büro und dann geht's ab, so weißt du. Ich beobachte ja schon lange, schon immer, keine Ahnung, was so passiert, was die Kids machen, was die Älteren machen, guck mir das so an. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass in den nächsten Monaten immer mehr Rapper kommen werden, die so diesen Nuller Jahressound, also so 50 Cent, Dr. Dre, diesen Style, dass die den jetzt im Backflash zurückbringen. Genau. Ja, ja, also, ja, ja. Kennst du Elias zum Beispiel mit Benzo? Von Gladbach, glaube ich. Genau. Von Summer in der Ecke, gell? Summer genau, Jam. Genau. So, der hat so einen Track, auch das Video, das sieht voll aus wie Hype Williams, so als würde da gleich 50 Cent aus der Ecke gesprungen kommen und so. Und auch so einige andere, auf der Straße, Kids mit Durags oder Kids mit Baggy Pants und so diese fetten Lederjacken. Ja, aus den wollen wieder Lederjacken. Zurück. Ja. Glaubst du, dass das, bemerkst du da auch irgendwas auf der Straße in Frankfurt? Und du hast gesagt, deine Produzenten sind Anfang 20 und machen diesen Sound ja auch mit schnelleren Beats. Glaubst du, dass da eine neue Phase ansteht? Definitiv. Musik ändert sich. Musik ist wie ein Jojo-Effekt. Es gibt immer, weißt du? Und ich werde, also ich bin auch davon überzeugt, dass jetzt wieder dieses Realness, dieses Ami-Flash, nicht mehr dieses Musikalische, das wieder geil gerappt wird auf auch Ami-Beats. Zum Beispiel haben wir uns, ich weiß nicht, wann das Interview rauskommt, kann ich auch hier verraten. Wir haben genau das, was du gerade ansprichst, so wieder dieses Back to the Roots, sag ich mal teilweise, von diesem Feeling, 50 Cent, Eminem, diesen Flash, den haben wir auf jeden Fall auch auf einen Song gemacht mit Flair, pass auf, Flair und Haft auf einen Song mit mir. Das gab es in der Rap-Geschichte noch nicht. Und auf einen so krassen Beat, Alter. Und der Haft, glaubst du mir, du denkst radikal, er wäre gerade von Aslak Stereotyp 3. So ein Style. Weißt du, der Haft verändert manchmal seinen Style. Er versucht, er probiert sehr viel. Er ist ein Typ, er nimmt 5 Songs auf, löscht diese 5 Songs und macht nochmal neue 5 Songs. Weißt du? Yeah. Und so einen Song haben wir gemacht, so, weißt du? Und ich denke, die Zeit kommt wieder zurück. Auch dieses Straßenrap, das wird wieder zurückkommen, weil das echt ist. Farid hat auch einen Song jetzt rausgebracht letzte Woche. Jetzt kommt Bushido kam mit CCN. Jetzt werden Leute wieder stabil. Aber was heißt stabil? Der Sound wird wieder männlich so, sozusagen. Weißt du? Der Sound wird männlich. Ich bin ja auch gute Laune. Ich feiere auch, was die Jüngeren machen mit diesem Auto. Es ist ja cool. Weißt du, dann ist man auch, gibt man auch die Respekt, die Props an die Jungs. Die haben auch Rap nach vorne gepusht, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn mir jetzt einer sagt, Autotune, das ist doch nur ein Tool, Alter. Lass ihn doch, der hat doch die Klicks. Natürlich, wenn einer von heute auf morgen 100 Millionen Streams hat, das ist nicht so cool, Alter, auf jeden Fall. Aber gib ihm doch seinen Respekt, das ist doch cool. Unsere Zeit kommt. Stell dich an, die war doch schon mal da, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe. Und wir sind ja der Ursprung von der ganzen Geschichte, so. Ich habe jetzt mal deinen Kaffee hier genommen. Ich weiß, man wird es wahrscheinlich irgendwie erkennen oder auch nicht. Es ist ein Kaffee. War es ein Cortado? Ja. Das ist ein Cortado. Erklär doch trotzdem mal kurz, warum du dein Album so nennst. Weil metapherntechnisch finde ich das tatsächlich interessant. Also Cortado ist ein Kaffee, ein spanischer Kaffee. Der ist halb braun, halb weiß, also ein Original, dann kriegst du halt so ein Gläschen, was so durchsichtig ist. Dann ist es zur Hälfte weiß mit Milch, braun. Ja. Also braun, Espresso und dann kommt Milchschaum. Ist es Milch oder ist es, wie heißt das, diese Kondensmilch? Nein, kein Schaum. Kondens. Schaum, okay. Schaum und dann hast du dann so einen Strich und kannst schön sehen, wie das so abgetrennt ist, das Schwarze und das Weiße. Also deswegen auch der Cortado, auf Spanisch heißt es Schnitt. Schnitt habe ich mir überlegt, in jedem Gespräch ist der Kaffee dabei, so wie jetzt, wir haben auch gerade einen Kaffee getrunken, egal um was es geht, ob es jetzt um ein Interview geht oder eine Tonne, die jetzt hier landet am Hamburger Hafen, es wird immer ein Kaffee getrunken und keine Cola so und ich trinke jeden Tag 3-4 Cortados, also es war heute schon mein dritter und ich bin seit 14 Minuten wach, so weißt du, und deswegen,
egal um was es geht, der Kaffee ist am Start. Es geht um viel Geld, es geht um viel, viel Macht in den Gespielen, sogar Weltentscheidungen werden durch einen Kaffee getroffen. So. Und deswegen halt Cortado. Also egal wo ich bin, habe ich ihn in der Hand. Und mit den Farben hattest du auch noch was? Ja, halb braun, halb weiß. Weiß für Jay und braun für Hasch. So. Cortado, ich komme ja so ein bisschen aus der Ecke und ich finde das so seriös und es ist nicht so angsteinflößend, Cortado. Da hörst du nicht Dümarok, fick Mutter oder irgendwas, Entschuldigung. Aber so Cortado, dann wird ja auch jeder normale Autonormalverbraucher sagen, oh, was macht er da für Musik, ist interessant, geiles Wort, spanischen Flair. Und ich wollte es halt so ein bisschen seriös verpacken. Cool. So, Cortado. So heißt sein aktuelles Album, genau. Es kommt im März, wann genau nochmal? Im März kommt's. Wir haben jetzt noch keinen festen Termin, weil wir haben noch ein, zwei Songs, die wir jetzt eingesammelt haben. Wir müssen noch ein Zusatzvideo drehen, was uns jetzt während der Promophase aufgefallen ist. Oder wir wollten das drehen, weil ich denke, wir sollen mehr die Fans mit Singles entertainen. Mhm. Ein Album am Ende des Tages gibt es immer so am Schluss, so wenn es released da ist. Aber wichtig war für mich, dass ich auf die Singles setze und nochmal ein Video dazu mache, beziehungsweise zwei, und das Album ein, zwei Wochen verschiebe, so weißt du. Okay. Da hat man ein komplettes Paket drin und ja, ich bin auf jeden Fall froh darüber, dass das alles so geklappt hat, dass man diesmal nicht mit Handschellen rappt, so, weil ich habe ja die ganze Zeit, wie gesagt, so gerappt, so alleine so wirklich. Mhm. Das ist jetzt kein Major gekommen, hat gesagt, ey, weißt du was, hier hast du eine halbe Million, mach mal die. Und jetzt habe ich halt meine Hände frei, jetzt habe ich auch, sage ich mal, die Möglichkeiten, die anderen Rapper auch haben, so in Sachen Reichweite. Und das wird sich auch herauskristallisieren, dass mein Album diesmal auf jeden Fall cool wird und die Leute werden das annehmen. Also. Das ist nur eine Brechstange. Also das ist so, hallo, hier bin ich, hier sind ein paar geile Features, hier ist ein brutales Album, das nächste ist schon in der Mache. So ist. Wollte ich gerade fragen, das heißt, das nächste Album steht sowieso schon wir wieder? Wir sind schon bei 8 Songs. Ja. Noch nee, du hast Songs. Ja 50 gemacht. Also. Ja, aber die 50, pass auf, ja. Diese 50 sind teilweise angefangen, teilweise, aber das sind alles so, wenn ich jetzt sage, 50 Songs habe ich aufgenommen, fertig, dann ist es eine Lüge. Ich habe 50 Projekte angefangen, 40 bis 50 Stück. Am Ende des Tages werden diese Songs, die ich gerappt habe, diese Texte sind so krass, dass man die auch auf einen neuen Beat einspielen kann, ein bisschen ändern kann. Auf jeden Fall haben wir Material für zwei Alben noch liegen. So. Okay, krass. Freut mich auf jeden Fall. Ihr checkt das Album einfach mal aus. Auf deinen Social-Media-Kanälen wird dann, wenn das Interview ausgeschaltet wird, sicherlich auch der Release-Termin stehen. Genau, genau. Die Videos kommen eh. Macht ihr ein Video zu dem Haftbefehl-Flair-Ding? Ja, also da sind wir jetzt gerade drin. Ja. Der Flair gibt am Montag ab. Dann haben wir das Video fertig. Flair will unbedingt ein Video, Haft will unbedingt ein Video, wollen alle drei ein Video haben. Und das wird krass. Der Song alleine, auch wenn man den Song ohne Video raushaut, wird einschlagen. Aber ich will unbedingt ein Video, egal wie viel das kostet, das muss ein Video werden. Weil alleine für die Fans, sage ich mal, und für die Zuhörer, das ist mal wieder so ein Rap-Event, sage ich mal, dieser Song. Es wird sicherlich legendär. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Falk Meets. Danke, dass du heute da warst. Hat mich gefreut. Falk, mein Freund, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Aslaks.